Ich glaube, man sieht es ganz gut, es ist die Brennnessel, ne? Und die Brennnessel hat jetzt im Moment richtig schön auch schon Samen angesetzt. Und diese Samen, die kann man auch abpflücken. Meistens sind da nicht so viele Brennhaare dran, aber sind ein paar dran. Und dann geht man am besten her und rebelt die so ab von dem. Man kann das auch zwischen den Handflächen machen, dann kann es allerdings schon mal pieken, aber so mit den Fingerspitzen, die doch etwas mehr Hornhaut haben, geht es eigentlich ganz gut. Und dann hat man so die Brennnesselsamen zum Beispiel zur Verfügung. Ja? Brennnessel ist für uns toll aus vielerlei Gründen. Einmal, ich habe es ja vorher schon erwähnt, hat sie den hohen Eisengehalt und den hohen Vitamin C-Gehalt. Und war für mich wirklich die Lösung schlechthin. Daneben dran das ganze Gerüst dieser Brennhaare, was man bei dir hinten auch so schön sieht auf diesem Bild, ist zum Beispiel aus Kieselsäure aufgebaut, ne? Also sehr silikatreich eben auch. Und auch das hilft natürlich zum Beispiel die Haut und die Haare und die Fingernägel und alles gesund zu halten. Also hier sind wir wieder beim Mineralstoff. Wir haben Eisen. Wir haben die Kieselsäure, dann diese Samen, um es nicht zu vergessen, die sind sehr reich beispielsweise an Linolensäure, Gamma-Linolensäure. Das ist eine Fettsäure, die wir sonst eigentlich nicht so häufig finden. Und das ist bei vielen Wildpflanzensamen so. Was sprechen wir ihr für eine Wirkung zu? Also Brennnessel wird immer so klassisch als blutreinigend beschrieben, weil sie eben harntreibend ist auch und der Stoffwechsel damit in Schwung kommt. Das heißt, die Zirkulation von Stoffen funktioniert wieder schneller und damit wird es natürlich auch besser gereinigt, ne? Blutreinigend ist eigentlich keine wissenschaftliche Bezeichnung, aber das ist die klassische Beschreibung in der Volksmedizin. Ja, ich schätze sie auch wegen ihrer entgiftenden Wirkung, weil sie eben durch diese Blutreinigung diese Stoffwechsel anregt. Und Stoffwechsel anregen heißt immer, du kannst auch Dinge ausleiten aus dem Körper und hast da einen Zugriff darauf sozusagen. Dann haben wir jetzt ganz schnell die Brennnessel gemacht. Moment, eine Sache, weil du gerade die Samen erwähnt hast, fällt mir gerade ein. Ich habe hier mir mal bei einer ganz tollen, einem ganz tollen Laden hier in Berlin, habe ich mir so ein, sieht das hier, Ja. ein ganzes Glas voll mit Brennnesselsamen gekauft. Ja. Die kann man nämlich wirklich auch sehr, sehr gut und lange lagern. Allerdings muss ich sagen, also das machen ja auch viele, die pflücken sich die Samen in der entsprechenden Saison der Brennnessel und haben dann im Winter etwas, um es über den Salat zu streuen. Ich muss allerdings sagen, die frischen Samen, die finde ich sehr, sehr lecker. Aber die esse ich super gern. Aber diese getrockneten, ich habe dann gedacht, naja, die esse ich dann einfach so mit dem Esslöffel. Also das staubt dann schon ganz schön und schmeckt jetzt Kommt auf nicht die so gut. Qualität drauf an, auf die Trocknungstemperatur und am besten ist es auch, sie nicht länger als ein Jahr zu lagern, auf gar keinen Fall, weil die Fettsäuren bauen sich auch ab. Und ich bin ja sowieso kein, wie heißt das, kein so ein Hamster. Ich esse halt einfach alles frisch und zu der Zeit, wo es es auch gibt, weil ich voll der Überzeugung bin, dass wir dann die beste Ausbeute davon haben und dass dann auch die Jahreszeit ist, wo der Körper es am besten verwerten kann. Also, aber Brennnesselsamen ist tatsächlich eine der wenigen Dinge, die ich auch gerne mache.